haben jetzt auch eine sehr groß angelegte Umfrage unter unseren Ärzten durchgeführt, wo auch weit über 1000 Ärzte mitgemacht haben, um einfach herauszufinden, Mensch, was fehlt denn euch Ärzten gerade, wo könnte man noch unterstützen, und haben da dann auch gerade gestern daraus aus dieser Umfrage, aus dieser groß angelegten Umfrage, eine Zusammenfassung geschrieben, um den Jens Spahn auch zu informieren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis, und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen, und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Und weiter geht's mit einer weiteren Folge des Business Talk Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute spreche ich mit Felix Rademacher. Felix Rademacher ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Colliquio. Für alle die, die Colliquio nicht kennen, das können nicht so viele sein, denn mittlerweile sind 190.000 Mitglieder auf der Plattform vertreten. Also fast jeder zweite Arzt ist mittlerweile bei Colliquio präsent. Colliquio ist ein deutschsprachiges Online-Expertennetzwerk, eine Plattform, das sich auf den Wissensaustausch von Ärzten, Medizinern spezialisiert hat. Und zwar gibt es einen Austausch zum Thema Patientenfälle, zum Thema Diagnosen, zum Thema Therapieoptionen und so weiter und so weiter. 45.000 Nutzungen hat Colliquio täglich. Ein Ende ist nicht in Sicht, weil Ärzte, Mediziner dieses Netzwerk mittlerweile seit 13 Jahren sehr, sehr gut annehmen. Felix Rademacher hat in Konstanz Wirtschaftsingenieurwesen studiert und im Rahmen seiner Abschlussarbeit 2007 zusammen mit Martin Drees den Grundstein für die Gründung von Colliquio gelegt. 2018 gründete er außerdem Medflex. Medflex ist für die einfache und datensichere digitale Kommunikation zwischen Arzt und Patient verantwortlich. Dieser kostenlose Service bietet die Möglichkeit, medizinische Fragen und Befunde mit dem Arzt des Vertrauens online zu besprechen. Was das alles zu bedeuten hat und warum es jetzt auch gerade aktuell bei dem Thema Corona sehr, sehr wertvoll sein kann, solche Online-Tools zu haben, darüber spreche ich mit Felix Rademacher im Business Talk Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht, ist nicht nur ein toller Unternehmer, sondern auch ein ganz, ganz netter Mensch, und ihr werdet das gleich im Interview hören. Wie immer findet ihr alle Verlinkungen zu Medflex, zu Colliquio und zum Interviewgast in den Shownotes. Aber jetzt erstmal rüber zum neuen Business Talk Podcast. Heute freue ich mich ganz besonders, den Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter von Colliquio, Felix Rademacher, mit dabei zu haben. Herr Rademacher, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier mit dabei zu sein. Wir steigen mal einfach ein mit der Einstiegsfrage: Wer ist Felix Rademacher? Was macht er beruflich und privat, mit eigenen Worten? Genau, ich habe vor einigen Jahren Colliquio gegründet und war da Wirtschaftsingenieur, habe praktisch während meines Studiums bin ich noch in die Gründung hineingestartet. Heißt, ich habe in meinem Leben eigentlich noch nichts anderes gemacht, außer die Firma Colliquio dabei zu arbeiten und die Startups, die da herausgefallen sind. Und privat bin ich sehr gerne beim Klettern und beim Biken. Okay. Schaffen Sie das, einen Ausgleich zu finden im privaten Bereich? Sind Unternehmer mit mehreren Firmen, kommen wir ja gleich noch drauf. Braucht man das als Unternehmer, vielleicht auch Familie und Sport auf der einen Seite und das Unternehmertum auf der anderen Seite? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da dreht es ja nicht darum, wirklich in meinem Berufsleben jetzt jeden Tag 16 Stunden produktiv am Rechner zu sitzen und Tasten zu tippen, sondern da braucht es ja auch viel Kreativität, Innovation, und dazu brauche ich einfach öfters mal auch einen freien Kopf, und den kriege ich am besten, wenn ich ein bisschen Sport mache oder auch mit meiner Familie am Wochenende. Ich habe zwei ganz herzige kleine Töchter. Ja, sehr schön, sehr schön. Jetzt haben Sie 2007 zusammen mit Ihrem Kompagnon Martin Drees Colliquio gegründet. Jetzt könnte man ja annehmen, okay, hat jemand Wirtschaftsingenieurwesen studiert, wie kommt er dann in die Medizin? Können Sie den Weg mal beschreiben?
Sehr gerne. Also es war so, dass ich während meines Porsche-Praktikums im sechsten Semester festgestellt habe, ja, ich möchte eigentlich nicht mehr zurück in die Industrie gehen. Ich würde ganz gerne mein eigenes Thema verfolgen. Und dazu braucht es natürlich auch eine eigene Idee. Und die eigene Idee ist so entstanden, dass damals, als meine Eltern noch beide gelebt haben, hatten die beide im Februar Geburtstag. Und dann haben sie ihren Geburtstagsfeier haben sie dann zusammengelegt. Und somit ist sie ein bisschen größer ausgefallen. Und unter anderem waren bei den Gästen auch einige Ärzte und im Bekannten- und Verwandtenkreis. Und ich habe gesehen, dass die Ärzte während der Veranstaltung so kleine Grüppchen bilden. Und habe ich gedacht, okay, entweder ist die Party hier bocklangweilig, die tauschen sich jetzt über ihren Beruf aus, oder die haben wirklich so ein Austauschbedürfnis. Dann habe ich mich damals eben noch, wie gesagt, als Student neben diese Ärztegrüppchen gestellt und habe da mal so als passiver Teilnehmer zugehört, über was sie da so sprechen. Und da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass sie über Praxismanagement-Themen sich austauschen wollen und aber auch über medizinische Themen. Also Praxismanagement-Themen waren jetzt in dem Fall damals vor, ich glaube, 14 oder 15 Jahren ist es jetzt schon her, waren das, hey, Mensch, Peter, ich mache in 4 Jahren, gehe ich in die Rente, soll ich dann jetzt wirklich noch eine Praxissoftware bei mir installieren oder kriege ich das noch ohne hin? Oder medizinische Themen, hey, Mensch, da gibt es doch eine neue Anwendung beziehungsweise eine neue Pille, die soll das und das und das erreichen. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Funktioniert das wirklich? Und wie sind die Nebenwirkungen etc. pp. Und da habe ich einfach für mich genau wahrgenommen, hey, es gibt einen Austauschbedarf. Damals stand eben, wie gesagt, meine Abschlussarbeit an der Hochschule Konstanz an und ich wollte, wie gesagt, immer mein eigenes Thema machen und bin damals auf meinen Professor hingegangen und habe gesagt, hey, könnte das ein Thema sein? Würde er das betreuen? Und hatte gemeint, ja, Herr Rademacher, aber das, was Sie da vorhaben, ist schon eher ein dickeres Brett. Ich soll mir doch noch einen zweiten Gründer hinzuholen, wenn ich einen finde. Und ich habe mich damals für Martin Drees entschieden, der im Prinzip im gleichen Studiengang war wie ich. Und das war so mehr oder weniger der Starting Point von Colliquio. Hört sich eigentlich nach einer sehr geradlinigen Form an. Vielleicht können Sie gleich nochmal erzählen, was zwischendurch alles passiert ist. Aber jetzt ist ja mittlerweile so, Colliquio ist mit über 190.000 Mitgliedern das größte ja, Online-Netzwerk im deutschsprachigen Raum. Also korrigieren Sie mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, aber ich glaube, das ist so. Das heißt Ganz ja, genau. eigentlich ist ja jeder zweite Mediziner oder Arzt bei Colliquio auf der Plattform. Das ist ja jede Menge Input, jede Menge Content, der da ausgetauscht wird, stattfindet. Können Sie vielleicht nochmal für die zwei, also für jeden zweiten, der jetzt zuhört, aber noch nicht bei Colliquio ist, nochmal beschreiben, was machen Sie genau? Ja, gerne. Also was wir machen, sind tatsächlich unterschiedliche Content-Bausteine. Das heißt, den einen, den Sie gerade schon angesprochen haben, etwas ist der Austauschplattform. Also dass wirklich die Ärzte bei uns auf die Plattform gehen und sich untereinander zu den aktuellen Themen austauschen. Im Moment ist natürlich Corona ein sehr, sehr geläufiges Thema, wo die Ärzte sich gegenseitig unterstützen, auch mit Erfahrungswerten unterstützen und sich gegenseitig wirklich beraten. Ja, und da kann ich auf der Seite des Fragestellers sein, aber natürlich auch der Antwortgebenden. Und das Schöne ist, wenn man auf Colliquio eine Antwort stellt an die Arztkollegen, dann bekommt man durch die Arztkollegen, und da haben wir, wie gesagt, auch keine anderen Zielgruppen, sondern es ist wirklich Physician Only oder Doctors Only, um es mal so zu sagen, eine sehr reine Zielgruppe und dann innerhalb von 24 Stunden schon wirklich ich glaube, 98% aller Antworten, die auf die Frage kommen, sind innerhalb von 24 Stunden. Das heißt, man kann tatsächlich sagen, mit diesen Dutzenden von Antworten, die da in so kurzer Zeit kommen, sind die Fragen meistens beantwortet, beziehungsweise, wenn es ein medizinischer Fall ist, auch eine Lösung da. Und da darf man auch nicht sagen, irgendwie Medizin ist schwarz oder weiß und es gibt nur richtig oder falsch, sondern es ist wirklich eine Beratung, die unter den Ärzten stattfindet. Und ein weiterer wichtiger Baustein ist der unserer redaktioneller Inhalte. Das müssen Sie sich wirklich so vorstellen, dass bei uns einige, in Summe sind es, meine ich, 23 Medizinredakteure sitzen und jeden Tag für die Ärzte wirklich in die Tiefe recherchieren, also wirklich über Stunden, teilweise über Tage zu einem spezifischen Thema. Sehr, 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 sehr eben in die Tiefe recherchieren und das dann als wirklich Abstract oder kurze Zusammenfassung den Ärzten zur Hand geben. Weil, wie Sie wahrscheinlich auch wissen, die Ärzte haben einen sehr, sehr stressigen Alltag. Sie können sich nicht nur fortbilden, sondern sie sollten sich auch viel mit ihren Patienten beschäftigen, von denen sie in der Regel sehr, sehr viele haben. Das heißt, da fehlt oft die Zeit, da mal wirklich so in die Tiefe zu gehen. Und unsere Medizinredakteure übernehmen praktisch die Arbeit,
dass ein Medizinredakteur sagen kann, hey, ich gehe da in die Tiefe, um es dann im Prinzip einer breiten Masse an Ärzten zur Verfügung zu stellen. Und das dann tatsächlich auch themenspezifisch. Also das heißt, das ist wirklich in der hämatologischen Onkologie bis zur Rheumatologie oder auch eher breit gefächert, wenn es allgemeine Arztpraxen sind, etc. pp. Und da wissen wir einfach, dass es da einen großen Bedarf gibt, weil die medizinischen Inhalte, die es gibt, sich tatsächlich alle 9 Monate verdoppeln. Das heißt, da ist ein unglaublich hohes Volumen an medizinischem Content oder Inhalt und an vielen Themen, um die sich der Arzt auch sonst kümmern muss. Und deswegen helfen wir dem Arzt da einfach, sich effizient zu informieren. Sehe ich gerade zwei wirklich schöne Dinge. Auf der einen Seite die Ärzte untereinander. Also wenn wir hier bei Business Doc und bei dem Podcast darüber sprechen, wie kann ich mich als Arzt auch unternehmerisch aufstellen. Das heißt, wenn ich jetzt alleine bin in der Praxis, ist es natürlich schön, sich mit Kollegen austauschen zu können, sich eine Meinung, Rat holen zu können auf der einen Seite, aber eben auch selber Rat geben zu können für den nächsten Kollegen. Ne? Also ich bin ja da auch als Fachmann gefragt, meine Expertise ist gefragt. Und wie Sie gerade genau gesagt haben, das Thema redaktionelle Inhalte auf der medizinischen, fachlichen Ebene werden so aufgearbeitet, dass ich eben auch ständig up-to-date sein kann und mir selbst im Praxisalltag vielleicht diese Informationen, wenn ich sie aktuell, akut brauche, eben auch holen zu können. Sie haben gerade schon Corona angesprochen. Ich habe gelesen, Sie haben so täglich ungefähr 45.000 Nutzungen, also das heißt, die Ärzte kommen darauf und nutzen die Plattform. Ist das bei Corona im Moment deutlich angestiegen? Ja, tatsächlich muss man sagen, ist deutlich, deutlich angestiegen. Wir haben jetzt auch tatsächlich bei uns so eine Corona-Taskforce erstellt, die sich tatsächlich auch nur um dieses Thema kümmert, die auch cross-funktional zusammengesetzt sind. Also aus jemand von uns oder mehrere aus der Redaktion, aus dem Community-Management und so weiter und so fort. Da sitzen wirklich unterschiedlichste Leute am Tisch, die da jeden Tag morgens so eine kurze Stand-up haben, wo sie beraten, was jetzt heute berichtet werden soll, was am meisten hilft. Wir haben jetzt auch eine sehr groß angelegte Umfrage unter unseren Ärzten durchgeführt, wo auch weit über 1.000 Ärzte mitgemacht haben, um einfach herauszufinden, Mensch, was fehlt denn euch Ärzten gerade, wo könnte man noch unterstützen, und haben da dann auch gerade gestern daraus aus dieser groß angelegten Umfrage eine Zusammenfassung geschrieben, um den Jens Spahn auch zu informieren, was im Prinzip die Ärzte-Community Colliquio mit 190.000 Ärzten feststellt, wo es gerade Bedarfe gibt. Dieses Thema Informationsaustausch schwebt mir die ganze Zeit schon im Kopf rum. Es geht ja sehr viel rein auf die digitale Basis, also lesen, anhören und so weiter. Aber Sie verbinden ja diese beiden Themen miteinander. Und das scheint ja wirklich gerade bei den Medizinern gut anzukommen, die also selber noch auch sagen wollen, ich möchte den direkten Austausch mit den Kollegen beziehungsweise möchte selber vielleicht auch meine Daten hinzugeben. Also die Frage danach, wie funktioniert der Daten- oder Informationsaustausch heute, den haben Sie eigentlich damit beantwortet schon, ne? Dass Sie sagen, also wir verbinden die Ärzte auch miteinander. Kann ich als Arzt denn auch selber mitgestalten? Also indem ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt mich an dieser redaktionellen Beitrag mitbeteiligen. Wie funktioniert das? Auf jeden Fall, ja. Also tatsächlich alles das ist möglich. Wir haben unterschiedlichste Ärzte, die sich auch gemeldet haben, die zum Beispiel gesagt haben, hey, ich bin auf diesem Kongress unterwegs, könnt ihr mir durchaus vorstellen, da auch eine kurze Summary zu schreiben oder bei diesem einen Vortragsslot da Informationen rauszuziehen, um sie in der Community zur Verfügung zu stellen. Und sowas nehmen wir natürlich mit offenen Armen an, weil genau dafür sind wir da. Ja. Was wir festgestellt haben, ist, dass die Ärzte im Moment tatsächlich noch meistens, kann sich jetzt in den nächsten Jahren ändern, aber hauptsächlich noch gerne lesen, weil im Prinzip dieses Querlesen, was die Ärzte sehr gut können, dieses effiziente Lesen, ist eben bei Text möglich. Bei Videos ist es natürlich weniger möglich, weil Sie können sich vorstellen, wenn ich von Minute 1 auf Minute 3 vorspule oder springe, dann fehlen mir 2 Minuten Inhalt. Das heißt, wir sehen da im Moment gerade, dass Text einfach noch ein gutes Medium ist, und die Ärzte schreiben gerne Texte selber oder konsumieren sie auch in dem Format. Ich habe allerdings auch trotzdem gelesen beziehungsweise gesehen, dass es ja auch Videos gibt, dass es die Möglichkeit gibt, mir zum Beispiel OP-Videos anzuschauen, um mich vielleicht auch weiterzubilden. Ist das auch Teil und wird das mehr in der Zukunft?
Ja, das wird definitiv mehr. Vor allen Dingen unseren Fortbildungsbereich bauen wir gerade stark aus, um da den Ärzten auch wirklich im Alltag besser helfen zu können. Und Sie haben es gerade angesprochen, es kommt halt auf die Anwendung drauf an, ne? Also wenn ich im OP-Bereich bin, dann ist es tatsächlich besser, einfach kurz ein Erklärvideo zu machen, als 500 Seiten Text zu schreiben, sage ich jetzt mal überspitzt. Wenn wir uns mal diese Weiterbildungsmöglichkeiten oder auch Fortbildungsmöglichkeiten ansehen, wo sehen Sie da die Zukunft? Ich meine, Sie haben ja gerade auch gesagt, das Schöne ist, Sie stehen mit den Ärzten unmittelbar in Kontakt, Sie können aktuelle Themen aufgreifen, Sie können natürlich Ihre Community auch befragen, was wollt ihr in der Zukunft und im Grunde ja, mit der Plattform sich optimal einstellen auf dieses Thema. Wo glauben Sie, geht das Ganze hin? Also will der Arzt mehr Digitalisierung? Will er vielleicht noch mehr dieses tatsächliche B2B, also im Austausch mit Patienten und Kunden oder Human to Human? Ja, das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders aus dem Grund, weil, was den Fortbildungsbereich angeht, sind, glaube ich, diese CME-Punkte eigentlich ein gutes Vorgehen, sage ich jetzt mal grundsätzlich, um da im Prinzip auch eine Motivation nochmal auch extrinsisch zu haben, sich fortzubilden. Also das finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Ich glaube nur, dass man da perspektivisch ein paar Anpassungen machen muss, weil im Prinzip im Moment gerade ist es, meine ich, so, dass mehr oder weniger für eine Stunde Fortbildung ein CME-Punkt vergütet werden kann, so eine grobe Richtlinie. Und ich denke halt, eine Stunde am Stück vom Rechner zu sitzen, kann anstrengend sein, kann man aber auch nicht immer haben, wenn man doch vor allen Dingen in dem heutigen eher stressigen Alltag auch immer unterbrochen wird. Also das heißt, mein Ziel ist es eher, also digital natürlich auf jeden Fall, ja, es muss irgendwie digital funktionieren, weil digital hat auch den Vorteil, dass es asynchron ist. Also das heißt, es muss nicht gleichzeitig Zeit genommen werden, so wie Sie und ich jetzt gerade in dem Podcast, wo wir praktisch beide zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein müssen. Das ist ja heutzutage eher schwierig. Wir haben es jetzt sehr erfolgreich geschafft, aber ich sage jetzt mal, für die breite Masse oder sehr, sehr viele Ärzte ist es besser konsumierbar, wenn sie asynchron kommunizieren können. Also der eine ist eher der Frühaufsteher, der andere, der das dann morgens erledigt, der andere geht abends spät ins Bett, wo er dann im Prinzip ein bisschen Zeit für sich hat. Also dass man da einfach die Flexibilität reinbringt. Und aber, wie gesagt, digital auf jeden Fall. Und dann aber, wenn es irgendwie geht, auf den Punkt will ich noch zurückkommen, dass es ein bisschen kleinteiliger wird. Also, dass ich vielleicht nicht eine Stunde am Stück konsumieren muss, sondern dass ich immer mal wieder 10 Minuten, 15 Minuten, ich sag mal, leichtgewichtig wichtige oder wertvolle oder eben Fortbildungsinhalte als Arzt konsumieren kann. Weil wenn ich eher in eine kleinteiligere Informationsquellenart reinkomme, dann habe ich auch die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel mobil konsumiere. Ja? Also dann kann ich es auch mal, ich sage jetzt mal vereinfacht gesprochen, wenn ich mal 10 Minuten zu lange auf den Bus warte, kann ich auf meinem Smartphone auch Inhalte konsumieren und muss mich nicht extra vor den schwergewichtigen PC eine Stunde setzen, wo ich immer wieder den Termin vor mir herschiebe und sage, jetzt ist Samstag Vormittag, 9 Uhr, du hast dir aber wirklich vorgenommen, jetzt setz dich mal eine Stunde hin. Ja? Also, dass man da in eine, ich sag mal, leichtgewichtigere Informationskonsumierung reinkommt. Vielleicht auch gerade das Thema Digitalisierung in der Hinblick zur weiteren Unterstützung und Stärkung, also gegebenenfalls das, was ich gehört, gelesen habe auf Veranstaltungen, was ich mitbekommen habe, weil ich das Live-Erlebnis vielleicht auch haben will, nochmal nacharbeiten kann, indem ich sage, also ich bilde mich fort, wie Sie gerade sagen, ich nutze diese Zeit, die ich wirklich habe, weil ich mobil bin, weil ich im Bus, in der Bahn irgendwo hinfahre. Bieten Sie das heute auch schon an? Ja, auf jeden Fall. Also alle unsere Inhalte sind digital mit dem Smartphone problemlos nutzbar. Das ist für uns ein wichtiger Aspekt. Also wir wissen schon, dass wenn der Arzt in seiner Praxis ist, dass er wirklich die Rechner und den PC wirklich als Arbeitstool nutzt und da geht er denn tatsächlich auch nicht mit dem Smartphone, geht die Nutzung des Smartphones während dieser Tagesphase bei Colliquio auch nach unten und über den Desktop massiv nach oben. Aber gerade wenn es in die Bereiche geht, ich warte auf den Bus oder ich bin in der Mittagspause, dann sind es die Smartphones und abends tatsächlich, ich sage jetzt mal beispielhaft, wenn der Arzt mit einem Gläschen Rotwein auf dem Sofa sitzt, dann merken wir tatsächlich, dass die Tablet-Usage stark nach oben geht. Also es sind praktisch immer so individuell von der Zielgruppe abhängig die Nutzungszahlen.
Gut, aber sie geben alle Möglichkeiten, ne? Das heißt, ich kann also immer gucken, was liegt mir am meisten, wo habe ich jetzt gerade Spaß dran? Ist es der PC, ist es Tablet oder ist es sogar vielleicht Handy oder ist es das mobile Gerät, was ich unterwegs einschalten kann und mich fortbilden kann? Ich glaube, das macht den Erfolg auch aus und bei 190.000 Ärzten auf der Plattform kann man ja durchaus schon von einem Erfolg sprechen. Bieten Sie auch ja, Veranstaltungen an, wo ich mich als Mediziner, denn Sie haben ja tatsächlich nur Mediziner auf der Plattform. Also ich selber habe es auch mal versucht, mich anzumelden bei Ihnen und bin dann immer an der Hürde gescheitert, dass Sie gesagt wurden, ja, sind kein Mediziner, vielen Dank. Irgendwann ich komme, man kommt nicht weiter. Also was ja auch gut ist. Also das natürlich habe ich es probiert, weil die Inhalte hochspannend, hochinteressant sind. Aber das ist ja vielleicht auch der Vorteil, dass der Mediziner weiß, ich bewege mich hier tatsächlich in einem Fachpublikum und in einem Fachbereich. Ne? Genau, also das machen wir tatsächlich nicht, weil wir es als Gründer so möchten, sondern weil es unsere Zielgruppe eben so wertschätzt und so gerne haben möchte. Also da muss man im Prinzip ein bisschen auf die Community hören. Wir haben die Ärzte schon ein paar Mal gefragt, hey, könnt ihr auch noch vorstellen, dass wir andere Zielgruppen aufnehmen? Aber das hat jetzt zumindest aktuell erstmal nicht so Wahnsinnsanklang gefunden, sodass wir uns tatsächlich auf die Zielgruppe der Ärzte und da eben auch, ich sag mal, Doctors Only konzentriert haben. Ja, sehr gut. Ich wollte so ein bisschen auf dieses Summit raus. Sie machen ja einmal im Jahr oder haben es letztes Jahr gemacht, das Colliquio Summit. Was findet da statt? Was kann ich mir da als Arzt für Inhalte, über welche Inhalte kann ich mich da informieren? Das ist tatsächlich keine Veranstaltung für Ärzte, sondern das ist eine Veranstaltung für unsere Kunden pharmaseitig, Okay. denen wir da im Prinzip helfen, so die neuesten Trends im Marketing aufzuzeigen. Also im Prinzip, wie kann man Inhalte idealerweise schreiben und den Zielgruppen anbieten, weil wir sagen jetzt nicht, dass wir die Ärzte zumüllen dürfen. Wir dürfen denen jetzt auch nicht einfach eine Pressemitteilung von Latz knallen, sondern es muss immer, die Inhalte müssen immer für den Arzt spannend sein und einen Mehrwert liefern. Und diese Inhalte übernehmen wir ja teilweise auch für die Pharmaunternehmen, aber helfen den Pharmaunternehmen da im Prinzip auch, ich sage es mal, aus Arztsicht verständlich zu kommunizieren und so, dass es einfach einen Mehrwert für ihn hat. Schlagwort dazu ist das Thema Content Marketing. Gibt es denn, vielleicht können Sie noch mal zwei Sätze sagen zu dem Thema Pharma und Arzt? Also wie führen Sie die zusammen? Gibt es da Schnittmengen? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, man muss sich so vorstellen, die täglichen Tools, die ein Arzt, also Werkzeuge, die ein Arzt nutzt, sind ja unter anderem Tabletten von den Pharmaunternehmen. Und wir arbeiten da hauptsächlich mit den forschenden Pharmaunternehmen zusammen, die dann halt, wenn sie im Prinzip einen neuen Produktlaunch im Speziellen gerade haben, natürlich die Ärzte informieren und aufklären müssen. Und da versuchen wir herauszufinden, was da im Prinzip so die Informationsbedürfnisse zu den jeweiligen Präparaten von den Ärzten sind, um da die Informationen den Ärzten an die Hand zu geben, die sie dafür brauchen. Okay. Also auch da gibt es eine Schnittmenge und übrigens, wir werden alle Verlinkungen und natürlich die Seite und so weiter in die Shownotes nehmen, dass jeder die Möglichkeit hat, sich nochmal zu informieren, wobei ich nicht glauben werde, dass es viele Ärzte gibt, die das noch nicht kennen, aber wir haben ja festgestellt, jeder Zweite ist ja schon bei Ihnen. Gern würde ich noch mit Ihnen über das Thema der Startups sprechen. Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie als Gründer von Colliquio im Moment sehr, sehr stark damit beschäftigt sind, so ein bisschen neue Wege zu gehen und aus dem Unternehmen heraus den neuen Bedarf der Ärzte aufzunehmen und daraus weitere Unternehmen und Gesellschaften zu entwickeln. Unter anderem haben sie Medflex entwickelt ich muss das lesen, lese das gerade mal ab, zur sicheren digitalen Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten. Ist, glaube ich, nur ein Tool. Sagen Sie doch mal, wie ist das entstanden? Und wie entwickelt sich dieser Markt jetzt auch im Rahmen von digitalen Prozessen? Gerne, ja. Medflex, da hatten der Martin Dresd und ich vor circa 2 Jahren die Idee gehabt. Da ist es im telemedizinischen Bereich ja auch schon heiß gekocht worden, sage ich jetzt mal. Also war in aller Munde, ist es ja heutzutage immer noch. Aber wir beide haben uns die Frage gestellt, wenn es doch ein Thema ist, was ja auch durchaus Sinn macht, also dass man digital behandelt oder im Prinzip auch so behandeln kann, dass der Arzt und Patient nicht am gleichen Ort sitzen müssen. Und by the way,
sowas passiert ja schon seit Jahren, auch wo wir noch keine digitale Medien hatten. Ja, also irgendwie Fax und Telefon und was weiß ich nicht alles. Also gab es ja tatsächlich auch schon länger. Aber im digitalen Bereich hat es einfach noch nicht so funktioniert. Und wir haben ja immer sehr, sehr stark die Arztbrille auf, um einfach zu verstehen, hey, wann hat es einen Nutzen für den Arzt und wann nicht? Und als wir da mal ein bisschen tiefer recherchiert haben und uns mit den Zielgruppen, also mit den Ärzten ausgetauscht haben, haben wir einfach festgestellt, dass die Videotelefonie für den Arzt kein effektives Tool ist, weil für die Videotelefonie braucht es einen Termin, der online stattfindet, ich sage jetzt mal 14.55 Uhr am Dienstagnachmittag. Und dann müsste sich der Arzt genau zu dieser Zeit termingebunden einwählen. Und da hat er im Moment natürlich in seinem Praxisalltag das viel, viel effizienter strukturiert, weil er ein Wartezimmer hat und bei dem Wartezimmer kann er einen Patienten nach dem anderen aufrufen. Also das heißt, Videotelefonie ist einfach keine Alternative für den Arzt. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir tatsächlich einen asynchronen Messenger machen. Also ich sage jetzt mal so Beispiel WhatsApp, allerdings eben datensicher, wo der Arzt seine Patienten einladen kann. Also er kann sich ausgewählte Patienten einladen, aber kann auch einfach alle Patienten einladen, die dann, ob es jetzt ein Chroniker ist oder ob er eine individuelle Frage hat oder ob einfach nur ein Befund übermittelt werden soll, im Prinzip da die Kommunikation stattfinden. Und durch das, dass es asynchron ist, merken wir trotzdem sehr, sehr schnelle Reaktionszeiten. Also es ist wirklich erstaunlich. Wir sagen, die Ärzte sollten so binnen 24 bis 48 Stunden antworten. Aber der Schnitt zeigt tatsächlich, die Antwortgeschwindigkeit der Ärzte ist weit höher und ist tatsächlich freiwillig, sage ich jetzt mal, weil innerhalb von 32 Minuten wird eine Patientenfrage von dem Arzt beantwortet. Das können Sie sich praktisch in die herkömmliche Situation hineindenken, wenn Sie als Patient bei einem Arzt einen Termin anfragen, dann geht es nicht nur 32 Minuten, sondern geht es weitaus länger, weil Sie in der Regel, wenn Sie Glück haben, innerhalb von 3 bis 4 Wochen je nach Fachgebiet einen Termin bekommen und dann dürfen Sie als Patient noch anreisen, dürfen es noch ins Wartezimmer setzen, dürfen sich, wenn es dumm läuft, im Wartezimmer auch noch anstecken von anderen Patienten und haben dann das Arztgespräch und das können wir natürlich viel, viel kostenschonender machen für den Arzt und für den Patienten. Und somit für den Arzt auch tatsächlich ein besseres reduzierteres Praxismanagement anbieten, weil mir im Prinzip gar keine Terminkoordination beispielsweise mehr notwendig ist. Und jetzt ist es aber so, da darf man jetzt nicht sagen, okay, irgendwie 100% der Patientenbesuche sind damit abgelöst. Das tatsächlich nicht. Was wir im Moment sehen, ist, dass jeder dritte Arztbesuch digital stattfinden kann. Also weil der Patient einfach nochmal eine Nachfrage hat oder weil es eine Nachsorge gibt oder weil ein Befund übermittelt wird. So können wir im Prinzip jeden dritten Arztbesuch sparen, sage ich jetzt mal, für den Arzt, aber auch für den Patienten. Und zwei davon sind natürlich nach wie vor noch notwendig. Und allein das Beispiel Befundübermittlung, ne? Wenn der Arzt einfach dazu noch was sagen will. Früher mussten die sich irgendwie telefonisch dann erreichen, dann hat der Arzt beim Patienten angerufen, der war aber gerade im Meeting bei der Arbeit, konnte nicht rangehen, dann hat es der Patient beim Arzt versucht. Entschuldigung, dann hat es der Patient beim Arzt versucht. Und dann war der Arzt wieder in der Behandlung bei einem Patienten. Das heißt, es kam wirklich vor, dass sie 4, 5, 6 Mal per Telefon sich hin und her gepingt haben. Und durch diese asynchrone Messaging-Technologie, wo einfach die Nachricht so direkt übermittelt wird, hat sie es praktisch mit einem Mal schon erledigt. Mhm. Hochspannend, weil ich glaube, das führt ja auch dazu, dass, Sie haben es gerade schon gesagt, auch Wartezimmer entlastet werden, Termine schneller stattfinden können. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, wenn ich als Arzt in meiner Praxis bin, Sie haben gesagt, der antwortet innerhalb von knapp 32 Minuten sogar, obwohl er vielleicht 24 Stunden Zeit hätte. Das scheint ja etwas zu sein, was den Arzt auch bewegt, weil es sind ja seine Patienten. Es ist ja nicht ein fremder Patient, sondern er stellt ja ganz bewusst den Kontakt über diesen Messenger mit seinen Patienten her. Das heißt, ist das vielleicht nochmal ein Indiz dafür, dass die Bindung steigen kann zwischen Arzt und Patient über auch einen digitalen Weg?
Absolut, absolut. Also wir merken, dass die Patienten sind sehr, sehr glücklich. Wir machen regelmäßig eine Patienten Zufriedenheitsbefragung und da haben wir überwiegend, also ich weiß die genauen Zahlen jetzt nicht, da müsste ich meinen Kollegen, den Markus Munk, fragen, aber überwiegend, ich meine weit über 90% sogar, sehr zufriedene Patienten, die es einfach sehr, sehr wertschätzen, dass ihr Arzt sowas anbietet, dass sie sich im Prinzip auch selber die Zeit sparen. Also die Patienten nehmen das wirklich als sehr wertvoll an. Gibt es, also jetzt nicht auf eine Zahl festgelegt, aber gibt es dann so eine Tendenz, wenn Sie sagen, okay, also ich würde jetzt mal vermuten, das sind insbesondere jüngere Patienten, die sagen, okay, das finde ich toll. Ich kann aber auch sein, dass ich mich genau vertue, weil mittlerweile ja das Thema gerade WhatsApp, wenn es einfach ist und wenn es zugänglich ist und wenn es mir Spaß macht, das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Gaming-Faktor, würde ich den mal fast benennen, dann nutzen das wahrscheinlich nicht nur die Jungen, sondern gerade die, die den Kontakt zum Arzt auch halten wollen. Ist das richtig? Ja, also es stimmt tatsächlich beides. Ich kann Ihnen nicht erklären, warum, aber es ist so ein bisschen facharztspezifisch. Also wenn wir zum Beispiel bei den teilnehmenden Ärztinnen oder Ärzten, die im gynäkologischen Bereich tätig sind, haben wir spannenderweise ein relativ junges Patientenpublikum. Und wenn bei den teilnehmenden Allgemeinarztpraxen, da ist es komplett durchmischt, also die ganze Bandbreite von bis. Also das heißt, es ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich, beides möglich. Wie wir wissen, also eine 60-jährige Dame oder Herr kann durchaus mittlerweile auch ein Smartphone oder ein Tablet haben. Wahrscheinlich sogar die meisten mittlerweile. Also Stimmt. von dem her ist es da wirklich ja, offenes Spiel. Naja, absolut. Ich denke da an meine Mutter, die nur noch mit dem Tablet durchrennt und die ist 76. Also da die, das ist für die Eben. ständiger Begleiter Sehr einfach, gut. ja. Ja, ist Sehr gut, tatsächlich so, ja. ständiger Begleiter. Ne? Jetzt nochmal die Frage danach, also das System ist da. Wer bringt mir als Arzt und als Patientin bei, mit diesem System umzugehen? Oder ist es so einfach, dass es eigentlich selbsterklärend ist? Wir haben vorhin WhatsApp als Beispiel mal angesprochen. Ja, also das ist unser ganz klares Ziel und da bin ich aus meiner Sicht sind wir da auch wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Das muss natürlich selbsterklärend sein. Ja, also die Ärzte bekommen von uns einen Support, wenn sie es möchten. Da sind wir gerne bereit. Da haben wir im Prinzip auch unsere Supportstellen. Aber auch hier versuchen wir es natürlich so einfach wie möglich zu machen. Viele Ärzte wollen es nicht oder brauchen es nicht und legen einfach so direkt los. Die Patienten sind sowieso, die kriegen ja die Einladung vom Arzt, verstehen das denn gleich und melden sich an. Da haben wir tatsächlich 85% der Patienten, die eingeladen werden vom Arzt, melden sich auch direkt an, ohne irgendwie bei uns im Support nochmal anzurufen oder irgendwas nachzufragen. Die melden sich direkt an, verstehen es sofort. Und das ist natürlich auch unser Anspruch an unser eigenes Tool, dass es einfach selbsterklärend ist, komplett und einfach vom Userflow so einfach zu handeln ist. Wie gesagt, wenn Ärzte das möchten, erhalten sie gerne von uns Support. Was wir doch immer wieder machen, was die Ärzte sich wünschen und wo wir natürlich dem Wunsch auch sehr gerne nachkommen, sind im Prinzip einfach so Praxismaterial. Ja? Also wenn die Ärzte es sich bei sich in der Praxis als Aufsteller haben möchten oder auf der Website eine Information haben möchten, das bieten wir natürlich auch sehr gerne an. Ist es, wir haben ja jetzt gesagt, das ist ein Messenger-Dienst, so nenne ich ihn jetzt mal einfach, Ja. also eine Verbindung zwischen Arzt und Patient. Ist es denn auch eine Verbindung, also Verbindung für nicht nur die Kommunikation, sondern zum Beispiel auch um das Thema Datenaustausch? Also kann ich zum Beispiel auch Befunde, Ergebnisse, Rezeptanfragen und so weiter, könnte ich das auch damit verbinden? Oder ist das ein Ja. weiterer Schritt, der folgt irgendwann? Nee, also Befunde ist ein Drittel alle Austausche zwischen Arzt und Patient sind jetzt schon im Befunde. Durch das gerade, ich glaube, heute oder gestern, ich weiß noch nicht, wer es war, wahrscheinlich Jens Spahn war es, die im Prinzip jetzt ermöglicht haben, dass es auch Rezepte über Telefon gibt. Das geht ja natürlich jetzt auch über Medflex. Also das sind alles Anwendungsbereiche, die sehe ich da total gegeben und die werden so auch genutzt. Ist für mich absolut die Zukunft und ich würde mich sehr freuen, wenn noch mehr Mediziner und vor allen Dingen auch Patienten sich dem annehmen. Das heißt aber, ich muss tatsächlich als Mediziner aktiv jetzt auf Sie zugehen und sagen, mich interessiert das Thema, ich möchte das gerne bei mir in der Praxis integrieren. Kann mir dann Medflex kaufen oder kann mich aufspielen? Wie würde es praktisch funktionieren? Also ich bin Arzt und mich interessiert das Thema.
Also tatsächlich ist es sehr, sehr auch hier leichtgewichtig gestaltet. Das heißt, wenn Sie noch kein Kollegium-Mitglied sind, dann müssten Sie tatsächlich kurz eins werden, um einfach Benutzerdaten zu bekommen. Falls Sie schon Kollegium-Mitglied sind und die Benutzerdaten haben, dann können Sie sich einfach auf www.medflex.de mit diesen Benutzerdaten von Kollegio anmelden und sind dann schon direkt in Medflex drin und können dann direkt schon die ersten Patienten einladen. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach. Es braucht keine Installation. Es braucht keine Setup-Gebühren, es braucht gar nichts. Diese Basisversion, die wir jetzt anbieten, die aber auch schon relativ starke Ausprägungen hat, mit einigen wichtigen Features für die Ärzte, die gibt es komplett kostenlos. Und in Zukunft, wenn wir jetzt einfach noch bestimmte Features entwickeln, wo die Ärzte sagen, hey, das ist aber für mich nochmal ein ganz besonderer Mehrwert, dann würden wir uns überlegen, diese einzelnen Features im Prinzip zu bepreisen, sodass man dann einfach eine monatliche Lizenzgebühr hat, so wie man das im Prinzip auch kennt. Kann auch eine Verbindung mit der Patientenakte stattfinden, also mit der elektronischen Patientenakte? Was wir jetzt gemacht haben, ist ein relativ einfaches Copy und Paste, also dass ich die Texte per Knopfdruck einfach kopieren kann, im Zwischenspeicher ablegen kann und dann, wenn ich möchte, auch im ARZ-Informationssystem ablegen kann oder auch umgekehrt. Das ist schon möglich. Eine technologische Anbindung haben wir noch nicht gemacht, werden wir wahrscheinlich perspektivisch aber tun. Ja, bisher haben wir uns noch nicht dafür entschieden, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es das bald geben kann. Ja, sehr, sehr schön. Also gefällt mir sehr gut. Ich glaube, das ist ja auch eine Riesenhürde, gerade weil es einfach ist, weil es die Verbindung schafft. Die letzte Frage zum Thema Medflex. Inwieweit verbindet das denn auch Mediziner? Also habe ich die Möglichkeit, mich mit Kollegen auszutauschen und gegebenenfalls Daten für den Patienten auch zu übermitteln? Natürlich immer vorausgesetzt, der Patient hat zugestimmt. Und Sie haben es ja vorhin auch schon, glaube ich, angesprochen, da aus Datenschutzgründen alles abgesichert. Haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen? Genau das war das, was unsere Ärztekunden auch zurückgespielt haben. Also sprich, hey, ich benutze es mit meinem Patienten total effektiv, aber jetzt wäre es total praktisch, wenn ich auch mit meinem Zuweiser oder einer Expertenmeinung oder sonstige Arztkollegen auf diesem unkomplizierten Weg erreichen könnte. Und deswegen haben wir es jetzt auch, das ist es ja vor 4 Wochen, meine ich, online live gestellt, dass im Prinzip auch die Arzt-zu-Arzt-Kommunikation über diesen Weg möglich ist. Ja, das ist sehr, sehr schön. Also ich glaube tatsächlich, dass wir, das haben wir ja vorhin auch schon angesprochen und Sie haben es auch bestätigt, mit solchen digitalen Möglichkeiten tatsächlich die Bindung zum Arzt stärken und sein Tun als Mediziner auch stärken und damit natürlich mehr Freiraum schaffen für eine gute medizinische Begleitung, also und auch für eine Behandlung und damit natürlich auch für die grundsätzliche Patientensicherheit. Also gerade wenn ich überlege, viele Mediziner, die eben nicht mehr in die eigene Praxis gehen, weil sie sich teilweise überfordert fühlen, weil sie nicht wissen, wie kann ich nie den Patientenstrom, der da auf mich zukommt, überhaupt handeln. Wenn ich mit Medizinern so in der Praxis spreche, dann ist das sehr, sehr häufig der Fall, dass die mir eben genau das Thema spiegeln, gerade in unterversorgten Gebieten und dann Sorge haben, dass sie nicht nur 5 Tage die Woche arbeiten müssen, sondern 7 oder sogar noch mehr. Und der Grund, warum viele aus dem Krankenhaus weggehen, ist ja, sagen, ich möchte diese stressige Zeit nicht mehr haben. Und ich glaube, dass solche Tools dazu beitragen. Deshalb freue ich mich über so eine Entwicklung. Ja, fällt mir natürlich spontan ein, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, wir hatten es auch gerade schon angesprochen, sind wir mitten in dem Thema Corona. Ich will nicht von der Corona-Krise sprechen, aber kann mir natürlich vorstellen, dass gerade so ein Austausch jetzt in dieser Corona-Phase unglaublich wichtig ist, weil die Patienten zwischendurch schnelle Fragen stellen können und relativ kurzfristig eine Antwort auf ihre Frage bekommen. Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Corona hat da tatsächlich zu noch mehr Traffic bei uns auf der Plattform geführt. Wir haben da bei Medflex und mit unseren Medizinredakteuren sind wir da wirklich tagtäglich dran, die wichtigsten Informationen den Ärzten an die Hand zu geben, auch Patienteninformationen für die Ärzte zu erstellen. Also die Ärzte dann einfach aus Kollegio per PDF dann einfach kurz ausdrucken können und dann bei sich in der Praxis und dann den Patienten zur Verfügung stellen können oder aushändigen können. Also da tun wir wirklich sehr, sehr viel, um die Ärzte zu unterstützen. Und die Ärzte nehmen das natürlich auch dankbar an. Das ist im Prinzip auf Seiten von Kollegio da einiges los, was da gerade passiert, aber auch auf Medflex-seitig, weil gerade das Robert-Koch-Institut die Empfehlung ausgesprochen hat, dass Ärzte möglichst über
Telefon oder digitale Medien kommunizieren sollten. Und dementsprechend haben wir jetzt natürlich auch gerade einen großen Zulauf, der nochmal bei Medflex auch stattfindet. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, da tragen diese Tools eben zu bei. Und deshalb glaube ich, sind wir da grundsätzlich und Sie jetzt mit dem Produkt auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Finde ich super. Zum Schluss würde ich ganz gerne mit Ihnen eine kurze Frage, kurze Antwortrunde noch machen. Wir gucken ja beim Business Talk Podcast immer ein bisschen, dass wir so einen zeitlichen Rahmen einhalten. Wenn wir in die Zukunft der Medizin gucken, wohin entwickelt sich die Medizin aus Ihrer Sicht in den nächsten 3 bis 5 Jahren? Na, 10 Jahre habe ich früher gefragt, aber ich würde jetzt mal 3 bis 5 Jahre sagen, weil ich glaube, das geht sonst zu schnell und 10 Jahre wäre fast unseriös. Auf jeden Fall in die Richtung, in die wir auch gerade investieren, nämlich einfach digitaler zu werden tatsächlich. Also das heißt, dass die Ärzte sich immer mehr mit digitalen Tools vertraut machen. Und dann aber auch, also ich glaube auch, dass das natürlich, ich möchte gar nicht wissen, wie groß wir mit Medflex sind. Es wird, glaube ich, auch noch sehr, sehr spannend sein, die Reise. Im Moment haben wir da sehr, sehr schnellen Zuwachs, sehr, sehr schnellen Zuwachs durch Ärzte und durch Patienten auch. Was ich mir aber noch wünschen würde, wäre tatsächlich, dass auch sich allgemein das Gesundheitswesen und die Kassen sich ein bisschen öffnen, weil es wird vergütet, ein Praxisbesuch wird vergütet, es wird auch ein Videocall teilweise vergütet, aus meiner Sicht aber nicht ganz ausreichend. Erstens, zweitens wissen wir, dass Ärzte Videocalls jetzt nicht so spannend finden. Also das heißt, dass da auch einfach immer noch mehr Vergütungsmöglichkeiten möglich sind. Im Moment sind wir mit Medflex so aufgestellt, dass wir einfach auch den Praxisalltag einfacher machen, leichtgewichtiger machen und somit auch Kosten sparen. Das ist natürlich ein sehr, sehr guter Zugang und perspektivisch fände ich es schon gut, wenn auch Rezepterstellungen vergütet werden oder eben auch direkte Vergütung durch die Kassen stattfindet und dass sich da einfach ein bisschen mehr geöffnet wird. Mhm. Das ist, glaube ich, auch wirklich ein wirklich wichtiger Punkt, weil wenn gerade dieses Thema besser vergütet wird, glaube ich, wird es in der Praxis auch noch sich mehr etablieren. Ne? Ist tatsächlich so, weil die Akzeptanz im Augenblick wahrscheinlich auch aus diesen Gründen noch nicht zu 100% gegeben ist. Was bedeutet für Sie das Thema Gesundheit? Also Gesundheit, würde ich tatsächlich sagen, ist, wenn man alles das machen kann, uneingeschränkt, was man gerne machen möchte und nicht durch irgendwie etwas eingeschränkt wird oder beeinflusst wird und deswegen jede Tätigkeit ausüben kann, die man möchte. Mhm. Welche Eigenschaft sollte der Arzt, die Ärztin als Unternehmer haben, aus Ihrer Sicht? Trotz des wirklich sehr, sehr stressigen Alltags und der sehr, sehr vielen Patienten, dass es wirklich immer die Offenheit gibt für innovative neue Themen, auch ein offenes Auge und Ohr zu haben, um da sich auch wirklich potenziell, und ich glaube, die Chancen gibt es oft, auch wirklich effektiver im Arbeitsalltag zu sein oder im Praxisalltag zu sein und die Chancen auch zu nutzen. Mhm. Und viele Ärzte machen das ja schon. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich sehe das auch so und freue mich da auch sehr drüber, dass es immer mehr Mediziner gibt, die sich diese unternehmerischen Skills aneignen und versuchen, das eben zu tun und den nächsten Schritt da zu gehen. Haben Sie absolut recht. Gibt es ein Buch oder einen Film, das Sie besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat? Ist tatsächlich schon relativ alt. Ich habe auch einige neue Bücher, die ich im Moment gerade lese. Aber ich merke tatsächlich immer wieder, dass auch ich im Prinzip so in meinen Gedanken dieses eine Buch, was ich schon vor, ich glaube, 10 Jahren das erste Mal gelesen habe, referenziere. Und es nennt sich 7 Habits of Highly Effective People. Mhm. Vielleicht kurzer Inhalt, worum geht's? Es geht darum, also es ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich und diese 7 Habits kann ich gar nicht auswendig aufzählen. Ich habe es auch schon probiert, irgendwie die Personen, die es schon gelesen haben, sagen wir mal die 7 Habits. Ja, ja. Das ist tatsächlich extrem, extrem schwierig, weil es im Prinzip immer riesen Kapitel sind. Aber es geht tatsächlich darum, dass man selber so abhängig von seinen Werten ein effizienteres Leben führen kann, möchte ich mal sagen. Und im Prinzip auch unter anderem ein Beispiel zu nennen, die sich das nochmal so verinnerlichen, so Perspektivenwechsel, wie nehmen andere das wahr, wie nehme ich das selber wahr und was ist mir eigentlich für mich wichtig und für mein eigenes Weiterkommen wichtig.
Also geht tatsächlich um die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit auch immer wieder, ne? Und sich mal so ein bisschen selbst zu hinterfragen. Ja, sehr schön. Ja. Ja, die letzte Frage, gibt es jemanden, den Sie uns hier für den Business Talk Podcast empfehlen können, gerne aus dem Bereich Medizin, also wenn Sie sagen, wen würden Sie hier gerne selbst mal hören? Wenn mein Mitgründer Martin Dreh ist, aber das ist natürlich... Sehr gerne, sehr gerne. Aber ich denke, der würde ihn nochmal, weil tatsächlich, wir werden oft als Yin und Yang bezeichnet, wir zwei, von dem her tatsächlich, es kommt mir jetzt gerade sehr, sehr spontan und ich hoffe jetzt nicht zu werberisch, aber, aber tatsächlich einfach mal, genau. Das ist eine gute Ergänzung, genau. Ja, zweite Perspektive zu den beiden Themen, ja, sehr gerne. Also, ich spreche jetzt hiermit ganz spontan auch eine Einladung aus, wenn er Lust hat, wir setzen uns auf jeden Fall nochmal mit Ihnen in Verbindung. Cool, super. Ja. Herr Rademacher, das war wirklich ganz, ganz großartig. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, gerade jetzt in dieser stressigen Zeit. Es ist immer stressig, wenn man ein Unternehmen führt. Es ist auch immer viel zu tun, wenn man ein Unternehmen gründet, neue Startups und neue Ideen hat. Aber es ist besonders stressig, wenn dann auch noch gerade ein großer Virus, ich hätte fast gesagt, wie viral geht. Der geht leider nicht nur viral, sondern er betrifft uns irgendwie gerade alle und auch dieses Thema. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit dabei zu sein. Für alle die zugehört haben, zugeschaut haben, schön, dass ihr dabei wart. Denkt immer an eine Bewertung bei iTunes, YouTube oder wo immer ihr uns hört. Das ist wichtig, damit wir wissen, ob wir einen guten Job machen und wie wir vielleicht Dinge noch verbessern können. Und Herr Rademacher, ich würde Sie bitten, das Schlusswort zu sagen für die Zuhörer und Zuschauer. Ja, erstmal vielen Dank auch für die Einladung. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß bereitet. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns irgendwo für die Zuhörer und Zuschauer mal sehen, sei es auf dem Kongress oder sei es auf Colliquio oder auf Medflex. Die liebe Ärzteschaft ist jederzeit bei uns herzlich willkommen und unsere Türen stehen offen. Auch natürlich gerne für Feedback und für Verbesserungsvorschläge. Okay, super. Ich danke Ihnen. Schöne Woche. Ihnen auch. Dankeschön. Ja.